Vielen lieben Dank für die nette Einführung. Und ich will vorab eine Sache sagen. Ich habe faktisch gesehen gar nicht so viel Ahnung direkt von Immobilien. Das macht alles mein Bruder. Deswegen will ich das schon mal einräumen für den Rest des Vortrags und den Rest des Tages. Der Markus kommt nämlich gleich auch dran. Der hatte auch ziemlich viel Einfluss auf unseren unternehmerischen Erfolg. Aber ich habe nicht so viel Ahnung von Immobilien faktisch, obwohl ich eine Immobilienfirma selbst habe und auch ein paar Millionen angelegt habe und auch regelmäßig kaufe. Aber ich habe vor allem sehr viel Ahnung von Marketing. So, und darüber würde ich gerne mit euch heute sprechen. Ihr habt ja schon erfahren, wer ich bin, was ich mache. Mein Name ist Andreas Baulig. Ich bin Geschäftsführer der Baulig Consulting GmbH und eine Handvoll anderer Unternehmen. Wir haben eine größere Firmengruppe. Und wir haben mit Baulig Consulting selbst über 26 Millionen gemacht in 2021. Wir haben noch eine Handvoll anderer Unternehmungen in der Gruppe. Wir machen selbst, wie gesagt, Immobilien, vor allem Buy and Hold und unsere Holding. Wir machen Softwareprojekte mittlerweile. Wir haben eine PR- und Branding-Agentur und das alles noch so mit drin, was die Dienstleistung angeht, sind eigentlich über 30 Millionen, die wir gemacht haben mit der ganzen Gruppe im letzten Jahr. Und dieses Jahr wird das wahrscheinlich genauso viel oder ein bisschen mehr. Und in der Regel sind unsere Kunden bei Baulig Consulting alles Dienstleister, aber eben nicht Immobilienmakler, eben nicht Baufinanzierer meistens, außer sind halt schon sehr, sehr groß und wollen mehr Team aufbauen, wollen mehr Mitarbeiter gewinnen und so weiter. Ab dem Level machen wir auch mit euch Geschäfte, aber so für die einzelnen Solo-Selbstständigen sind wir nicht tätig in dem Bereich. Aber die große Frage, die ich hatte für heute war, die Max mir gestellt hat, wenn du jetzt hier starten würdest, ja, als Immobilienmakler, Bauträger, vielleicht Finanzierer, selbst wenn du in dem Bereich was machst, selbst wenn du Fix und Flip machst, wie würdest du heute starten? Und ich mache mal einen ganz kleinen Test mit euch. Wer hier ist, sagen wir mal, Makler? Sehr schön, sehr, sehr viele. Wer ist im weitesten Sinne Bauträger, Baufinanzierer, so in die Richtung? Sehr gut. Wer kauft für Eigenbestand? Wer will gern mehr Objekte am Markt nur akquirieren oder demnächst? Wer sucht demnächst mehr Käufer? Das ist dann die nächste Frage. Sehr, sehr gut. Ihr alle könnt es schaffen, mit Online-Marketing das zu erreichen, auch Mitarbeiter zu gewinnen vor Ort. Und ihr müsst dafür nur eine Handvoll Sachen verstehen. Und das sind Themen, die haben wir in den letzten 6 Jahren online sehr publik gemacht, auch über unsere Kanäle. Und es gibt ein paar einfache Grundlagen, die ihr im Prinzip nur verstanden haben müsst, um damit erfolgreich zu werden. Wer hier macht bereits Online-Marketing im weitesten Sinne für sich selbst? Gegenprobe. Wer macht es noch nicht? So, ich würde sagen, so ein bisschen die Hälfte ist noch nicht so aktiv. Und das ist ein Problem, was ihr habt. Denn die andere Hälfte, die Online-Marketing macht, wird euch einfach drastisch outperformen mit dem, was ihr tut, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre. Vor allem, wenn sie einen Input haben aus dem heutigen Vortrag hier. Online-Marketing ist ziemlich, ziemlich geil. Für nahezu jedes Unternehmen mittlerweile Pflicht, denn man kann ein paar coole Sachen damit machen. Es geht im Kern nämlich immer um das Thema Sichtbarkeit. Ja? Der am sichtbarsten ist im Markt, bekommt alles. Alle Objekte, alle Aufträge. Zumindest 80% der Masse. Ja? 20% aller Unternehmen machen immer 80% des Geschäftes. Kriegen 80% der geeigneten, qualifizierten Mitarbeiter. Und es geht immer nur um das Thema Sichtbarkeit am Anfang. Ihr müsst nicht mal die Besten sein. So, wer hat irgendwelche Konkurrenten bei sich, lokal, regional, vor Ort, wo ihr wisst, die sind alle scheiße mit dem, was die machen, also sind wesentlich bekannter als ihr und kriegen irgendwie wesentlich mehr Aufträge, mehr Mitarbeiter, mehr Objekte. Wer kennt immer so einen Konkurrenten bei sich im Markt irgendwo, der richtig schlecht ist und trotzdem besser performt? Eigentlich müssten alle Hände hochgehen, weil sonst denkt ihr selber, euer eigenes Business ist nicht geil. Wer hat das geilste Business eigentlich bei sich vor Ort im Markt? Kommt Leute, ein bisschen Attitude mal hochschrauben. Bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Zu dem Teil spricht mein Bruder nach übrigens noch am Nachmittag ein bisschen, wie ihr ein bisschen mehr Attitude entwickeln könnt. Genau, aber es geht im Kern immer um Sichtbarkeit und die Steigerung von Sichtbarkeit. Das ist das, was wir Omnipräsenz nennen. Aber gerade regional geht es darum, dass wann immer jemand sagt, Immobilien, Entwicklung, Finanzierung, Objekte, geh zu XYZ, geh zu ABC, weil man einfach diese Leute kennt. Man kennt einfach Leute. Wenn man heutzutage Coach, Berater, Trainer, Agenturinhaber ist, in dem Space, wo ich unterwegs bin, dann fällt zuerst mein Name, dann noch vielleicht ein zweiter Name und dann kommt lange Zeit nichts mehr. Und dann gibt es ein paar kleinere Anbieter, die am Existenzminimum rumkrebsen, mehr oder weniger.
Und das war's. Warum? Weil wir omnipräsent geworden sind. Ja? Die Steigerung von sichtbar zu sein, ist total sichtbar zu sein. Das ist dann Omnipräsenz, dass man gar keine andere Person mehr wahrnimmt, außer euch. Und wenn ihr das erreicht, das kann man sogar auf Städteebene erreichen, auf regionaler Ebene, dann gewinnt ihr und zwar ganz, 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 ganz krass. Und ihr müsst nicht mal die Besten sein, ihr werdet aber automatisch zu den Besten werden, wenn ihr diese Sachen umsetzt, die ihr heute lernen werdet von mir. Hier ist eine kleine Sache, die ich mal mitgebracht habe. Das sind unsere Facebook-Werbeausgaben bei Baulig Consulting in 2021. Das waren 2,4 Millionen ungefähr. Wir haben damit in Deutschland bei Facebook fast 12 Millionen Menschen erreicht und wurden über 120 Millionen Mal eingeblendet. Bedeutet, so ziemlich die Hälfte aller Facebook-User, die es gibt, hat uns mindestens so 10, 12 Mal gesehen. Natürlich fokussieren wir uns da auf einen Kern, auf ein paar hunderttausend Leute, aber ein bisschen Streuverlust gibt es immer. So, wer hat schon mal Werbung von uns gesehen im Internet? Geil, obwohl ihr eigentlich so ziemlich alle gar nicht beim Publikum seid. Es lässt sich nicht vermeiden, omnipräsent zu werden. So, wer hat ein Buch von mir mal gekauft oder gelesen? Auch sehr viel im Raum, sehr, sehr schön. Gut, das heißt, selbst außerhalb meiner eigentlichen Branche haben wir so ziemlich die totale Sichtbarkeit erreicht. Und das wollt ihr auch lokal für euch haben, ja? Hier sind die Zahlen von Google, die kommen noch dazu, on top. Da waren es auch nochmal 713.000 Euro, die wir ausgegeben haben bei Google Search, Google Retargeting, auch bei YouTube. Auch nochmal 86 Millionen Impressionen. Wir haben da über Google alleine, glaube ich, 3.000 Bewerbungsgespräche generiert. Das sind also bei uns Verkaufsgespräche eigentlich. Ist nur gerade hier anders benannt. Und ja, das haben wir auch gemacht. Das ist aber im ganzen Zeitraum, glaube ich, von Dezember 2020 bis Dezember 2021, also auch ungefähr ein Jahr. So, das ist totale Omnipräsenz. Und die Frage heißt, wie kriegt man es auch georegional hin? Und da kommen wir jetzt zu. Als Immobilienmakler, als Baufinanzierer, als Bauträger, als einfacher Selbstständiger, der eventuell einfacher Fix und Flipper oder jemand, der selber Bau und Haut macht, wie komme ich lokal an meine Themen ran? Und der erste Teil ist lokales Branding. Und ihr müsst eine Sache verstehen. Ihr seht alle sehr uniformiert aus heute hier gerade. Ich habe mit Absicht heute ein lockeres Outfit gewählt, weil ich sonst immer mit so einem Sakko und so alle wie ihr auf die Bühne gehe. Aber heute wollte ich was anderes machen, weil ich sonst auch immer langsam gleich aussehe. Aber ihr seht alle gleich aus. Ihr habt alle so ein Hemd an und ein Sakko. Keiner hat mal irgendwas Ausgefalleneres von dem Kleidungsstil her. Alle ziemlich uniformiert. Ist euch aufgefallen, ne? Einer hat ein gelbes Poloshirt an. Der sticht richtig raus von hier oben. Einer hat ein rotes Poloshirt an. Aber ihr merkt schon, es gibt einen gewissen Effekt. Ihr seid alle sehr homogen gekleidet. So, man muss sich vor allem erstmal absetzen vom Markt und sich in irgendeiner Art und Weise branden. Und hier ist ein gutes Beispiel von jemandem, der sich jetzt vielleicht jetzt da nicht absetzt, optisch in erster Linie. Das ist Jakob Mehren. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle. Wer kennt Jakob Mehren? Ist irgendeiner dem schon mal persönlich begegnet? Ich nicht. Ein paar. Gut. Das Coole ist an Jakob Mehren ist, ich bekomme den irgendwie mit, obwohl ich ihn gar nicht mitbekommen will, weil der hat irgendwie, keine Ahnung, der fährt im Sommer auf irgendeine Yacht durch die Gegend und mit den Mädels, hat eine Patek Philippe Nautilus und ich interessiere mich sehr für Uhren, das heißt, er muss was können. Der ist immer irgendwie präsent, der ist immer auf irgendwelchen Events unterwegs. Ich nehme den einfach wahr, obwohl ich ihm noch nie begegnet bin. Ich habe ihn noch nie sprechen sehen, ich habe ihn noch nie sprechen hören, aber ich bekomme ihn mit, weil er sich selbst in Social Media inszeniert in der einen oder anderen Form. Ja, und du wirst an allem gemessen, was du tust. Also die erste Erkenntnis, die ihr haben müsst, offline wie online, es gibt kein Privatleben, wenn ihr erfolgreich werden wollt. Es gibt nicht dieses, Business ist online, da habe ich meine Seite und es gibt dann noch meine private Seite und ich muss mich jetzt irgendwie, privat kleide ich mich anders als businessmäßig, das passiert nicht. Die Leute werden euch so wahrnehmen, wie ihr seid, ihr bekommt nur einmal einen ersten Eindruck und so werdet ihr geprägt. Und ihr müsst dieses Bild gerade online komplett aussteuern. Wenn ihr es nicht A, kontrolliert oder B, überhaupt macht, habt ihr schon einen Wettbewerbsnachteil gegenüber allen anderen Leuten, die es bei euch georegional machen werden. Das heißt, ihr müsst alle Social-Media-Kanäle prinzipiell erstmal anlegen. Ja? Und ihr müsst immer verstehen, ihr repräsentiert immer euer Business. Wenn ich jemand bin, der sich bei euch bewerben will, checke ich eure Firma online ab. Wenn ich jemand bin, der mit euch Geschäft machen will, dann google ich diese Person. Wer hat schon mal von Geschäftspartnern die ganze Lebenshistorie online recherchiert im Vorfeld? So, wer hier im Raum steuert gerade, was man online findet, aktiv? Eine Handvoll Leute, die es checken. Sehr gut. Das ist der erste Tipp. Ja, ihr müsst auf jeden Fall das kontrollieren.
und Außenwahrnehmung, wie man dabei aussieht, ist halt relevant. Also, ihr müsst alle Profile anlegen, das ist Minimum heutzutage Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, wenn man Videografen hat, kann ich schon empfehlen. Und ihr müsst das aktiv inszenieren. Und selbst wenn ihr kein Online-Marketing macht, so müsst ihr zumindest die Search im Griff haben. Ich habe hier unten rechts Google eingebaut. Das kann man jetzt finden bei Bauli Consulting. Und das ist aufgeräumt. Da findet man jetzt keinen Nonsens mehr. Ist aktiv gesteuert. Da gibt es Presse, da gibt es einen Blog, da gibt es alle möglichen Inhalte. Wenn man als Bewerber sucht, findet man was anderes, als wenn man als Kunde potenziell sucht. Das ist alles komplett ausgesteuert. Und ich kann komplett die Narrative bestimmen, die jemand von mir hat, wenn er mich zum ersten Mal online googelt. Das heißt, ich kann das steuern. Das heißt, selbst wenn ihr aktiv kein Online-Marketing macht, macht ihr trotzdem Online-Marketing passiv, indem ihr halt gegoogelt werdet. Leute googeln euch. Und wenn da nichts ist, kann es jetzt neutral sein, aber es wäre besser, ihr steuert, was da erscheint. Weil hier ist ein Tipp, ihr braucht nur einen Konkurrenten, der online irgendeine Scheiße schreibt über euch und schon habt ihr nur Negativ-Einträge und nichts Positives über euch. Das ist sehr gefährlich. Und die Leute, die langsam im Online-Marketing ein bisschen das mehr checken und die ein bisschen shady Business machen, die gehen auch gerne mal auf Konkurrenten drauf mit negativem SEO. Da müsst ihr auch drüber nachdenken. Also überlegt erstmal, was stelle ich da, wie trete ich auf und dann übernimmt aktiv Kontrolle, um dieses passive Branding schon mal im Griff zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Tipp. Hier sind ein paar Beispiele, wie das aussehen kann. Also Menschen gucken sich alles an von euch in den sozialen Profilen. Ja? Ich habe aktiv hier links mein Instagram-Profil getuned darauf, dass ein gewisser Ersteindruck entsteht, wenn man mich zum ersten Mal da beobachtet. Weil man wird uns entdecken als Brand über irgendwelche Facebook-Ads, YouTube-Ads, irgendein Content, vielleicht so ein Event wie hier. Und dann wird man anfangen, uns ein bisschen zu stalken online. Dann schaut man sich mal die Profile an. Und bei meinem Profil sieht man nur das, was ich will, was Leute von mir sehen. Wie ich den ganzen Tag am Arbeiten bin, dass ich ein Riesenbüro habe, dass ich auf Bühnen stehe, dass ich, keine Ahnung, auch ein oder anderes Staatsobjekt habe, weil ich bin nun mal erst 33, sehe aus wie 23, muss mich ständig rechtfertigen, warum der kleine Milchbube auf der Bühne mir gerade irgendwas erzählen will. Und deswegen, ein oder anderes Statussymbol ist hilfreich. Und das ist aktiv gesteuert. Ja? Hier in der Mitte ist der Maximilian, der macht das ein bisschen nochmal anders. Ja? Der macht halt uniformierter, super seriös, zeigt seine Projekte, zeigt aber auch sein geiles Team hier in der Mitte links, kann man das ein bisschen erahnen, wie die alle sind, zeigt Objekte, das könnt ihr euch alles gerne mal auf Instagram genau anschauen. Der Raoul, der wird auch heute noch sprechen, zu dem weiß man eigentlich gar nichts. Also ich arbeite mit dem, ich weiß mehr, als die meisten Leute wissen über den, mehr als mir eigentlich lieb ist. Aber über den weiß keiner was, alle wissen nur, der ist irgendwie krass und der postet irgendwie einmal im Jahr ein Bild bei Instagram, die sind alle irgendwie krass. Ja, irgendwas mit einem Rolls Royce, irgendwas mit einem Private Jet, da weiß kein Mensch, was der macht. Ja, der Max fragt mich die ganze Zeit, was der eigentlich macht. Das kann ich gleich selbst erzählen, der Raoul. Aber man bekommt nur einen Eindruck von der Person, allein durch diese Profile. Und das könnt ihr aktiv steuern. Ihr müsst auch nicht da viel dafür tun, sondern dafür sorgen, dass, wenn ich da was finde, dass es erstmal cool aussieht und ich da gerne arbeiten würde, da gerne mit Business machen würde. Dass dieser erste Eindruck online stimmt. Sehr wichtig. Dasselbe gilt fürs Unternehmen. Ja, ihr müsst Profile anlegen, nicht nur privat für euch, sondern auch noch für eure Geschäfte selbst, für eure verschiedenen Standorte idealerweise. Hier ist die Mehren AG aufgegriffen gerade hier. Und das ist sehr lustig, weil ich interessiere mich wirklich aktiv selber nicht so wirklich für Immobilien, vor allem nicht so in Berlin und so, weil wir kaufen bei uns alles im Koblenzer Umfeld, da kennen wir uns ein bisschen aus. Aber ich bekomme trotzdem alles mit, was die machen, weil die so Retargeting-Ads laufen haben, weil die ständig da was posten, ich die mal abonniert habe irgendwann. Und die hauen ihre Berichte raus. Und gestern haben sie irgendwas publiziert zu irgendwelchen Metaverse-Immobilien, was natürlich ein bisschen Quatsch ist, meiner Meinung nach. Aber wie auch immer, ja, die hauen aktuelle News raus. Ich bekomme die mit. Ich bekomme mit, wie es da ist zu arbeiten. Ich kriege mit, wenn die einen Deal gemacht haben. Wenn es da neue Führungskräfte gibt, dann bekomme ich das auch mit, wenn die da auftauchen. Da wird einfach News gemacht. Und ich habe das Gefühl, in dieser Firma bewegt sich was. Und als Arbeitnehmer möchte ich gerne in einer Firma arbeiten, wo sich was bewegt. Bedeutet, das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und Kunden wollen einen zuverlässigen Partner haben, Mitarbeiter wollen einen zuverlässigen Arbeitgeber haben, das könnt ihr alles aussteuern. Ihr müsst es halt nur faktisch machen. Ja? So, auch die Webseite, ganz wichtig. Ja? Hier haben wir so eine ganz klassische marketingoptimierte Landingpage, die ist auch sehr, sehr lang bei uns. Aber bei uns im Footer findet man dann ganz viele Zusatzinformationen, die uns halt sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter potenziell interessant machen. Zum Beispiel haben wir eine eigene Landeseite gebaut, nur für unser Büro, um das zu inszenieren. Denn wir haben so ein 2200 Quadratmeter Büro mittlerweile, auch komplett durchgebrandet,
kommen ziemlich krass rüber, auch auf Kamera. Und es ist natürlich für so einen kleinen Standort wie Koblenz, für eine Firma, die es im Prinzip erst seit 2016 gibt, wo keiner genau weiß, was sie eigentlich tut, halt ein riesen Gamechanger im HR-Marketing. Wir bekommen viel mehr Mitarbeiter, viel mehr Vertrauen, viel mehr regionale Sichtbarkeit, weil wir da so einen riesen Komplex bezogen haben, der momentan tatsächlich eigentlich zur Hälfte leer steht, weil so viele Mitarbeiter haben wir nicht. Und jeder einzelne Mitarbeiter, die haben 60 Leute, hat gefühlt so 40 Quadratmeter Platz für sich selbst momentan. Das ist Fakt, ja. Auch ein anderes Thema, hier so vertrauensbildende Siegel, ja, seht ihr unten. Wir sind fünffach, glaube ich, TÜV-zertifiziert mittlerweile, haben extrem viele Bewertungen eingesammelt, haben hier offizielle Auszeichnungen von Focus Business und Statista als eines der schnellst wachsenden Unternehmen in Deutschland, genauer gesagt Rang 8. Und ja, das ist alles Trust, der sich überträgt, dieses Vertrauen, auf Mitarbeiter und Kunden. Und es geht weiter, ja. Kein Unternehmen, das ist alles noch passiv, das ist kein aktives Online-Marketing, wo man nach außen geht, das ist alles nur Google-Optimierung, Search-Optimierung, Ersteindrucksoptimierung. Ja? Fast kein Unternehmen, das ich kenne, geht hin und geht mal aktiv zu Kunden hin und schaltet und dreht mal Testimonial-Videos. Wenn ich ein Makler wäre, würde ich jeden einzelnen Kunden, der erfolgreich mit mir gearbeitet hat, sowohl die Verkäuferseite als auch die Käuferseite, würde ich dazu zwingen, mit mir ein Testimonial-Video zu drehen, wo die Leute sagen, ach, das war so ein guter Prozess, ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, es war so einfach, ich musste nichts machen, er hat sich um alles gekümmert, es kamen sofort Anfragen, wir konnten 15% über den Preis, den wir gedacht haben, verkaufen, es war so ein schöner Makler, der war so geil. Ja? So müsste es ungefähr laufen. Und dann müsste ich eigentlich 2 Videos im Monat locker zustande bekommen. Wenn ihr selbst da das nicht könnt, da gibt es eine geile Seite, www.testimonials.de. Da gibt es Filmemacher, die machen das für euch, die fahren zu euren Kunden, die machen das ganze Setup, die filmen das, die schneiden das, ist ready, fertig. Testimonials.de, kann ich empfehlen. So. Auf der anderen Seite, ja, sammeln wir aktiv Bewertungen ein. So eine Handvoll kleiner Bewertungen, 7, 8 Google-Bewertungen, die bringen jetzt nicht viel, aber wenn da einfach so von jedem einzelnen Kunden eine Bewertung steht, weil man da aktiv dahinter ist, die auch aktiv einzutreiben. Und bei uns stehen mittlerweile, ich glaube, ja, mittlerweile dürften es über 1.900 sein. Der Screenshot ist mittlerweile ein bisschen älter. Demnächst 2.000 Bewertungen bei Trustpilot, die sind großteils verifiziert. Das ist einfach geil. Man kann sich bei uns über Jahre seitenlange Fanbewertungen quasi reinziehen, dass Leute einfach mega zufrieden sind unserer Zusammenarbeit. Und übrigens, by the way, wir haben nur 4.500 Kunden gab bisher. Das heißt, wir haben eine Riesenquote von Leuten, die wir zu kriegen, Bewertungen abzugeben. Ihr wisst ja selbst, wie schwierig das ist, Bewertungen einzutreiben. Das ist also schon eine enorme Zahl. Eine andere Innovation, auch passiv. Ja, ihr könnt einen eigenen Kanal machen für eure Firma, sofern ihr sag mal, 30 Mitarbeiter und mehr schon habt teilweise, und fangt an, einen Recruiting-Kanal zu machen. Wir haben neben unserem Hauptkanal, der läuft auf Andreas Baulig, haben wir noch einen zweiten Kanal auf Markus Baulig für eine andere Art von Content. Da sind wir präsent, aber wir haben noch einen Kanal gestartet, Karriere bei Baulig Consulting. Einfach nur, um jetzt dem potenziellen Bewerber zu zeigen, wie es ist, bei uns zu arbeiten, was für ein geiles Büro wir haben, wie glücklich die Leute sind. Die Interviews wurden auch alle von einem Externen geführt, dass wir da gar keinen Einfluss drauf hatten quasi. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und da haben wir jetzt ein paar hundert Views drauf. Das sieht man vielleicht nicht so gut, aber auf dem Video, das vor 3 Tagen released wurde von der Kundenberaterin, haben wir jetzt 536 Aufrufe drauf. Und wir pushen das jetzt nicht aktiv an unsere Kunden. Das heißt, die meisten Aufrufe davon dürften von potenziellen Bewerbern sein. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, um Top-Talente anzuziehen und vor allem den Bewerbern es schon im Vorfeld schmackhaft zu machen, da zu arbeiten. Super einfacher Tipp. Bei Google rankt alles sofort für ihren Firmennamen. Es ist auch sehr wichtig für Kunden und Partner, weil die wissen, oh, die haben geile Mitarbeiter. Scheinbar geht da was. Mit denen kann man langfristig und zuverlässig arbeiten. Denn ihr wisst alle selbst, ja, neue Aufträge akquirieren, irgendwas Neues immer ranzuschaffen, ist sau schwierig im Vergleich zum Halten von Partnern, Halten von Bestandskunden. Anderes Thema, PR, auch komplett unterschätzt. Ihr schafft es nahezu alle, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt und wisst, wie es geht, lokal, ständig und permanent in die Nachrichten zu kommen und alte, langweilige Zeitungen, altes, langweiliges Printmaterial zählt georegional sehr viel. Wenn die lokale Tageszeitung gesagt hat, oh, dieser Standort sucht 5, 6 neue Mitarbeiter, dann kriegt ihr plötzlich Bewerber.
Wenn lokal jemand schreibt, hey, die haben ein cooles Projekt abgewickelt, das kriegt ihr alles hin. Oder hey, Makler XY gibt aktuelle Einschätzungen zur Immobilienlage in Koblenz, in Augsburg, in dies, das, jenes. Die ganzen Regionalzeitungen, die suchen nach Material, suchen nach Experten und ihr müsst nur hingehen, da Kontakte knüpfen und das Ganze in Schwung bringen. Auch Online-Fachmedien eurer Branche suchen immer Interviewpartner und ihr könnt die Google-Seiten einfach zutackern mit eurem Expertenstatus, weil ihr ständig interviewt werdet von den Leuten. Absolut gar kein Problem. Zum Beispiel hier ist was von Markus, wir haben es da bis auf die Bild geschafft. Also ich finde ein Placement der Bild-Zeitung ist jetzt nicht der beste Traffic aller Zeiten, aber ich finde, das sieht schon relativ cool aus, vor allem mit dieser Headline. Die ist schon sehr reißerisch. Also ich hätte die nicht selber so geschrieben, aber gut, ist halt drin. Ne? Und das kann man alles auf die Page packen, dass man also im Pressebereich auf der Page sieht, ey, relevanter Arbeitgeber taucht überall auf, sehr, sehr cool. Wir haben bei uns alle Placements bei uns auf der Unternehmensseite im eigenen Pressebereich drin. Ist auch super, weil das schützt euch dann vor irgendwelcher Negativ-PR, wenn Journalisten sehen können, hey, andere Journalisten haben schon gesagt, das ist eine coole Firma. Dann glauben die nicht jetzt die erstbeste Story, die man über euch erzählt. Das heißt, ihr müsst aktiv die Story über euch als Person und über eure Firma online steuern. Da könnt ihr euch gerne an den DCF-Verlag wenden. Das ist der Ruben Schäfer und der Marc Scheifle, sind heute beide hier. Die machen das professionell für uns selbst und auch für viele unserer Kunden und bringen Leute in die Medien. Ja, dcfverlag.de. So. Quintessenz von diesem ersten Part, übernehmt aktiv Kontrolle darüber, wie ihr online auftretet, denn ihr habt es nicht unter Kontrolle, ob euch jemand googelt. Das passiert die ganze Zeit. Und ein kleiner Tipp, geht mal in die Keyword-Analyse bei Google rein, ist ein bisschen technisch, und checkt einfach mal, wie viele Leute euren Namen eingeben. Das wird euch irritieren, das sind meistens 50 bis 100 Leute im Monat. Und da werdet ihr einiges an Geschäft und Aufträgen verlieren derzeit, wenn ihr es nicht aktiv steuert. Ganz massiv wichtige Maßnahme. So, Part 2. Das war bisher alles nur, was gerade eh schon kommt aus Google, weil Leute sowieso euch kennen, euch recherchieren, euch suchen. Jetzt gehen wir mal in das Thema rein. Wie kann ich jetzt aktiv nach außen gehen und lokal bekannt werden? Kostenlos, im Sinne von, ich muss keine bezahlte Werbung schalten, sondern nur mit Social-Media-Maßnahmen. Und was kann man da jetzt tun? Und da gibt es lokal jede Menge geile Möglichkeiten, weil es eben so eine kleine Audience nur ist vor Ort, eine kleine Zielgruppe, wo man sehr viel machen kann. Das allererste, was man machen sollte, ist mal anfangen, so 2, 3 richtig geile Artikel zu schreiben auf der eigenen Webseite zu der lokalen Situation. Hier ist rechts ein Auszug zum Thema Haus zu verkaufen Köln. Das ist, glaube ich, ein Monatstrend. Und da seht ihr einfach, das sind kumuliert einige hundert Menschen, die gerade ein Haus verkaufen wollen, wo momentan ihr wahrscheinlich nicht einmal lokal Google Werbung schaltet, aber vor allem nicht einmal Content-Marketing habt, um das Ganze aufzulisten. Da gibt es momentan, ich habe mehrere Städte abgeprüft, nur diese großen Portale, die machen das, weil die sind smart. Aber auch Google weiß, dass das Portale sind und Google würde einen kleinen, gut kuratierten Blog mit cooler Expertise auch featuren. Und es sind zwar nur ein paar hundert Leute jeden Monat, aber ihr wisst selbst, ihr braucht vielleicht nur 1, 2 neue Objekte, 1, 2 neue Aufträge, 1, 2 neue Bewerber vielleicht, wenn andere Keywords optimiert werden. Da kann man sehr viel machen. Das ist kostenlos, da muss man sehr viel schreiben, aber immerhin kostenlos. Ja? Kann man auch von einem Profi machen lassen, aber ist ein cooler erster Weg. Zweites Beispiel ist auch aktives Marketing, ist für seinen Ort, wo man tätig ist, einen YouTube-Channel zu starten. Hier ein Beispiel von Dubai, vom Sandro Stadelmann, der ist auch Kunde bei uns, der hier für das Thema Dubai und Immobilien und ein bisschen Lifestyle auch da vor Ort relativ viel macht. Und gefühlt gibt es online, aus deutschsprachiger Sicht, er ist Österreicher, gibt es gefühlt nur so 3 Makler, die in Dubai operieren. Aber der Markt und die Nachfrage ist sehr, sehr groß, noch wachsend. Und man findet ihn einfach, weil es keine anderen Leute gibt. Also es ist ganz krass, wie viel Geld er macht, nur über diesen kleinen Kanal. Und ihr seht selbst, er hat so eine Handvoll Aufrufe pro Video. Es reicht aber trotzdem, um da richtig dickes Geschäft mitzumachen. Das ist sehr, 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 sehr gut, was er da macht. Kann ich euch versichern. Ich darf die Zahlen jetzt nicht nennen, aber das läuft. So. Es mag vielleicht nicht nach viel aussehen, aber wenn ich jetzt sowas hätte wie, hey, Immobilienmarkt Augsburg, da gibt es einfach jede Woche ein cooles Video, wo irgendwas Cooles, Regionales gemacht wird. Einfach nur, weil ihr das macht, wird das im Ort wird's geteilt. In irgendwelchen Facebook-Gruppen wird es geteilt, Leute schicken sich das in WhatsApp, Leute, die gerade verkaufen wollen, schauen sich sowas an. Ihr müsst einfach nur Immobilien, Markt, Stadt, Quartal 3 2022, einfach nur einmal im Quartal irgendwas releasen, wie ist aktuell der Stand, wie sind aktuell die Mietpreise, was ist aktuell verkauft worden, wo ist aktuell, in welchem Stadtteil ist Action.
Ihr releaset das, ihr bekommt 300, 400 Augen auf dieses Video drauf, reicht vollkommen aus, um das Geschäft zu verdoppeln wahrscheinlich. Das ist so. Weil es einfach gar keine Konkurrenz gibt an keinem einzigen Standort. Alles, was ihr machen müsst, ihr müsst ein iPhone nehmen, ihr müsst nicht mal geile Qualität abliefern, ihr müsst nur da sein. Das ist eigentlich mega simpel. Auch ein geiles Thema, TikTok, Instagram Reels. Das sind so ganz kurze Videos, die man einfach kurz erstellt, ein bisschen was zeigt. All diese Videos sind nur mit der Handkamera am Handy gefilmte Videos, wenn einer durch eine Wohnung cool läuft, mit einer coolen Musik drunter. Die kriegen ja teilweise hier links international 13 Millionen Aufrufe, 22 Millionen Aufrufe. Aber das ist jetzt international, das sind Luxusimmobilien, das ist klar, dass das da passiert. Deswegen hier rechts mal ein Beispiel, habe ich einfach nur gefunden, als ich Immobilien München eingegeben habe in TikTok. Erste, was kam. Keine Ahnung, was das ist, Mr. Lodge Immobilien, zufälligerweise jemand hier. Weiß ja jemand, wer das ist? Kennt denn jemand? Er kennt ihn. So, keine Ahnung, wer das ist. Long story short, ist die einzig relevant rankende Person gerade bei TikTok. Und die hat hier teilweise hier in München, was ist das, Perlach heißt das, glaube ich, ne? 1,2 Millionen Views drauf. Auf jeden Fall 65.000 Aufrufe, 62.000 Aufrufe, 27.000 Aufrufe. Oben München, Sendling, 1,1 Millionen Aufrufe. Das ist einfach nur irgendwelche Apartments abgefilmt. Und diese Person kommt einfach in die Sichtbarkeit. Das muss nicht mal unmittelbar was bringen, aber wenn man das lang genug macht, wird man einfach unaufhaltsam vor Ort, weil man die Person wird, über die alle plötzlich sprechen. Selbst ihr Makler fängt an, über diese Person zu sprechen. Warum zur Hölle macht die das? Das bringt doch gar nichts, aber es hat trotzdem Stadtgespräch. Und die Person, die Stadtgespräch ist, meistens ist die Person, die die meisten Aufträge bekommt. Bringt sehr viel, kostet nahezu nichts, kann man im iPhone machen nebenbei, kann euer Azubi machen von mir aus, müsst ihr nur anfangen anzugehen, ist richtig geil. So, Quintessenz hiervon ist, ihr braucht einen eigenen Videografen oder jemanden, den ihr, also entweder im Team oder ihr lernt es selbst oder ihr holt jemanden, der das als Dienstleister für euch macht regelmäßig. Selbst wenn ihr nur Objekte besser abfilmen würdet, würdet ihr höhere Kaufpreise realisieren, geilere Fotos machen, ihr könnt das Geschäft auf ganz viele Arten und Weisen steigern, solange es einfach mal online stattfinden lasst. Und hier kommt man relativ schnell voran. Und man muss einfach nur hingehen, zum Beispiel bei TikTok, und ein paar lokale Hashtags machen. Hashtag Munich, Hashtag München, Hashtag, keine Ahnung, Vorortname, Hashtag Real Estate. 4 Hashtags, geiles Video, ist ein bisschen entertained. Zack, geht sofort ab. Und es müssen ja nur 3 Leute sehen. Oder 3 Leute weitergeleitet bekommen. Das ist eigentlich der Punkt, worum es geht, ja. Normale Menschen sehen das, sagen, ey, ich habe da was gesehen, du suchst doch gerade Objekt, ey, du willst doch verkaufen, meld schon mal bei dem, der macht das irgendwie cool. Es geht nur um Sichtbarkeit, nur um Mundpropaganda. Und deshalb müsst ihr bekannt werden. So, und das ist der letzte Teil, bezahlte Werbung. Wenn ihr die ersten beiden Parts mal drauf habt, ja, ihr habt euer eigenes Image online optimiert, ihr steuert, was man findet bei Google, ihr fangt an, in dieses Video-Marketing-Foto-Game einzusteigen, euch selbst zu inszenieren. Allein das bringt euch schon mehr Geschäft meistens, höhere Preise, mehr Mitarbeiter, mehr Vertrauen. Und wenn ihr jetzt noch hingeht und ihr verdient Geld, ja, ihr habt ein bisschen mehr Geld über als alle anderen lokal vor Ort, und jetzt geht ihr hin, nehmt noch 50 Euro am Tag, vielleicht 100 Euro am Tag in bezahlte Werbung, auf die teilweise 100, 200, 300, 400.000 Leute in der unmittelbaren Region oder teilweise mehr, wenn es eine Millionenstadt ist. Und ihr nehmt dieses Geld noch, dann ist Ende, dann ist Feierabend, weil ihr werdet ultra bekannt. Das werdet ihr gleich sehen. Was man als erstes machen kann zum Beispiel ist, das machen wir auch, deswegen hier links mal eine Baulig Immobilien-Ad mit Markus drauf. Man sieht hier ein kleines Bild mit Koblenzer Bezug, das ist das Deutsche Eck, die Kaiserstatue. Markus, irgendein Altbau. Sie wollen ein Objekt verkaufen, jetzt mehr erfahren, dann kommt man auf eine zweite Seite. Wer hat schon mal so einen Marketing-Funnel für sich laufen? Das machen sehr viele Werbeagenturen. Wer hat sowas bei sich laufen? Klappt das sehr gut für euch? Bei wem klappt das sehr geil? Hände hoch, Hände sind weg. Was ist los mit euch? So, wer gewinnt Objekte über eine Art von Funnel wie diesen hier? So, Hände hoch bitte. Sehr gut. Wer würde das gerne gewinnen, über eine Art und Weise von diesen hier? Klappt das sehr gut für euch? Ja? Fast jede Agentur, die es gibt und die das macht, haben wir in irgendeiner Art und Weise ausgebildet. Also das ist der nächste Punkt. Ich weiß, dass ihr das machen müsst, weil nahezu in jeder einzelnen Stadt hat das irgendjemand laufen. So, wer kennt jemanden, der so eine Art Marketing in seiner Stadt hat laufen lassen? Also in eurer Region, ein unmittelbarer Konkurrent oder ihr selbst, wer kennt jemanden, der das bei euch regional gerade macht? So, das sind ja fast alle. So, ihr merkt, ihr werdet langsam verlieren, wenn ihr es nicht macht. Ihr müsst mindestens das Gleiche machen oder besser oder noch sichtbarer werden. Ihr werdet langfristig über Jahre hinweg einfach immer mehr verlieren. Das ist ein ganz einfacher Funnel, um Objekte zu generieren.
wer will sein Objekt verkaufen, kostenlose Wertanalyse, dann tragen Leute ein paar Daten da ein, was ist für ein Objekt, wie viel Quadratmeter Größe, welcher Zustand, Baujahr etc. Dann ruft eine Person an, führt ein Vorgespräch, wir checken nochmal ab, ob alles passt, gegebenenfalls gucken uns das Ganze dann an und dann geht es dann weiter. Also wir machen das auch. Wie gesagt, ich mache es selber nicht aktiv, da kümmert sich der Markus drum. Aber so kann das Ganze aussehen. Das ist ein Weg, das ist momentan der am weitesten verbreitetste Weg, um an Objekte zu kommen, was ja immer schwieriger wird. Demnächst wird es wieder einfacher, dann müsst ihr das Ganze umdrehen, demnächst müsst ihr Käufer anwerben auf die Art und Weise. Aber im Prinzip, so geht's, ja. So, aber das ist der nächste Weg und das ist jetzt geistesgestört. Das ist TikTok. Wer hier kennt schon TikTok und nutzt das Ganze? Fast noch niemand. So. Wer hier würde sagen, das nutzt, das ist extrem süchtig machend und man kann nicht mehr aufhören, wenn man es einmal angefangen hat? TikTok ist vollkommen crazy, aber TikTok ist genauso jetzt dumm aus der Sicht der Nichtnutzer, wie es Facebook vorher war, wie es Instagram vorher war, wie es YouTube vorher war. Und es ist bereits jetzt so, dass da demnächst knapp 4 Millionen User drauf sind. In den USA ist schon die Hälfte aller User über 30 und hier ist es, glaube ich, ein Drittel oder so. Aber es wird immer mehr. Mit jedem weiteren Quartal wird es jetzt mehr werden. Und spätestens 12 bis 18 Monaten, denke ich, ist es auch wieder so ein ganz etabliertes neues Tool. Ihr bekommt bei TikTok jetzt beim jungen Publikum unter 30, so bis 30, bis 35, 40 ist momentan TikTok was, wo ihr arbeiten könnt mit. Da bekommt ihr jetzt ohne Ende Mitarbeiter drüber. Ich habe jetzt hier mal 3 Ads laufen lassen. Links läuft ein Imagefilm hochkant. In der Mitte läuft ein Video von mir, wo ich sage, jo, wir bieten Stellen an im Bereich dies, das, jenes. Ich bewege mich so ein bisschen, zeige das Office dabei, dass Leute sehen können, das ist eine geile Bude. Und rechts ist ein bisschen statusorientiertes Bild, wo ich das Office zeige und die ganzen Mercedes und Porsches, die vor unserer Tür stehen. So, das Rechte habe ich noch nicht beworben. Es hat 17.000 lokale Aufrufe. Das weiß ich, weil die alle drunter kommentieren, dass sie aus Koblenz sind und woher zur Hölle die App weiß, dass sie in Koblenz sitzen. Die ganzen jungen Menschen checken das noch nicht, wie das abläuft mittlerweile. Das in der Mitte hat 2,1 Millionen Aufrufe, das links hat 2,3 Millionen Aufrufe, weil ich habe es komplett durch Rheinland-Pfalz gepeitscht. Ich kann leider noch nicht besser targetieren derzeit als Rheinland-Pfalz. Wenn man in Düsseldorf wohnt, kann man Düsseldorf machen, in München kann man München machen, aber scheinbar ist Koblenz nicht so relevant auf der Landkarte für China, dass die quasi sagen, ihr kriegt ein eigenes Targeting. Aber immerhin kann ich Rheinland-Pfalz targetieren. Ich habe da 50 Euro am Tag reingesteckt, das war vor 2 Monaten. Und ich habe jetzt 3 Millionen Aufrufe da drauf und jeder sieht permanent diese Werbung, der bei uns in der Region ist. Permanent. Permanent. Und es ist so günstig, weil es kostet gar nichts. Ihr zahlt bei TikTok gerade für 1.000 Einblendungen 1,50 Euro. Das sind Preise, die habe ich selbst in 2013 bei Facebook nicht gesehen. Wenn ihr jetzt HR damit macht, wenn ihr nur eine Sache macht, macht bitte TikTok HR, um Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist die einzige relevante Plattform, wo Leute zwischen 20 bis 30, 35 Grad wirklich drauf sind den ganzen Tag. Und zwar alle. Und wo ihr jetzt einfach nur, indem ihr euch ein bisschen cool inszeniert, ihr könnt gerne meinen Account abchecken, den findet ihr bei Andreas Baudek, da findet ihr auch diese Videos. Wenn ihr so ein bisschen was macht, wir reden hier von 20-sekündigen Videos, wo ihr mit ein bisschen Geld sofort Mitarbeiter bekommt ohne Ende. Also wir reden hier von, keine Ahnung, jeden Tag 2, 3 Bewerbungen, die über sowas kommen können. Für 20, 30, 40, 50 Euro oder so pro Tag. Das ist absolut irre. Damit könnt ihr auch alles aushebeln. Plus, wenn ihr georegional jetzt noch sagt, hey, ihr sucht Objekte oder du kennst jemanden, der Objekte sucht oder Tippgeber-Kampagnen fahren lasst, so hey, du kennst jemanden, der Objekt verkaufen will, willst 1.000 Euro verdienen, gib mir einen Tipp für eine Immobilie, du kriegst 1.000 Euro von mir oder so. Ja, ihr kennt das ja. Das ist irre, das nicht zu machen. Ja, das ist abstrakt. So, und die Quintessenz an der Stelle ist, bezahlte Werbung macht euch für ein paar Euro pro Tag. Ja, wenn ihr richtig hochgehen wollt, könnt ihr bis zu 200 Euro gehen pro Tag lokal. Aber ihr seid einfach omnipräsent. Ihr könnt Imagefilme laufen lassen lokal. Ihr könnt HR-Filme laufen lassen lokal. Ihr könnt diese objektgenerierenden Kampagnen laufen lassen. Ihr könnt einfach nur Videos machen, wie ihr gerade eurem Alltag nachgeht als Makler oder irgendwas Cooles gerade über die Stadt erzählen, während ihr gerade unterwegs seid. Hey, ich bin gerade in der Innenstadt von Augsburg, habe gerade ein Objekt wieder abgenommen von einem Kunden und so weiter. Wenn ihr selber Objekte habt und so weiter, ja, meldet euch gerne bei mir. Zack, hochladen, 10 Euro drauf am Tag bei Facebook, sehen sofort 10.000 Menschen. Omnipräsenz, Omnipräsenz, Omnipräsenz. Das ist sehr easy eigentlich, wenn ihr aber jetzt mal da drauf geht. Und ich sehe halt einfach niemanden das nutzen in eurem Markt. Ich habe noch nie eine andere Maklerfirma in Koblenz Ads schalten sehen. Obwohl ich ein High-Net-Worth-Individual eigentlich bin und ich müsste eigentlich beworben werden. Aber macht halt keiner scheinbar. Genau.
So, das sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die ich heute mitgeben wollte. Ich fasse gerade mal ein bisschen zusammen. Sorgt dafür, dass ihr gefunden werdet, kontrolliert, was gefunden wird, kontrolliert die Narrative, die ihr selbst über euch erzählt, inszeniert euch in irgendeiner Art und Weise als Marke, sorgt dafür, dass man Vertrauen zu euch fassen kann, im ersten Schritt, wenn man euch online findet. Zweiter Schritt, fangt an zu produzieren, Videos. Einfach Videos, es muss nichts Krasses sein, aber ihr müsst einfach anfangen aufzutauchen. Es ist nicht vermittelbar für mich, wie krass das ist, weil ich kann durch eine Stadt bei mir zu Hause laufen in Koblenz und ich weiß, mich kennt jeder. Ich weiß, dass Leute einen so angucken auf der Straße dann, weil sie einen sehen. Ich weiß, dass Leute, wir haben auch Buswerbung gemacht, das kann der Max, glaube ich, gleich zeigen. Ich weiß, dass Leute mich von meinen Bussen kennen, dass Leute mich von TikTok kennen. Und ich weiß einfach, jeder kennt mich. Und Leute kommen auf uns zu, bieten uns Objekte an. Leute kommen auf uns zu, wollen bei uns arbeiten. Und ich habe nicht mal georegional die Kunden meines eigentlichen Kerngeschäfts. Die sind meistens von überall sonst wo, außer in Koblenz. Man kann komplett und total sichtbar werden und bekannt werden. Wir sind soweit, wir machen demnächst ein eigenes Restaurant sogar in Koblenz. Auch das wird uns mehr lokale Präsenz geben. Auch darüber werden wir Objekte gewinnen, das weiß ich jetzt schon. Darüber werden wir auch Mitarbeiter gewinnen, weil wir es genau unsere Zielgruppe anpassen. Und ja, das wird spannend. Also, das sind so ein paar Grundideen. Wenn ihr mehr erfahren wollt über unsere Arbeit, sagen wir mal, wenn ihr schon ein bisschen größeres Business habt und ihr wollt ein bisschen lernen, wie ihr Geschäftsprozesse bauen könnt, Mitarbeiter kriegt, Ideen, wie diese ihr umsetzt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Das macht für Makler und euch halt Sinn, wenn ihr schon, sagen wir mal, 10 Mitarbeiter und mehr habt in der Regel. Ab da helfen wir. Alles vorher, bitte geht zu Max. Der macht das deutlich besser als ich, weil er kennt den Makleralltag. Ja, wenn ihr mehr Infos haben wollt, www.andreasbaulig.de. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was klar machen, obwohl ich selber jetzt nicht so aktiv jeden Tag im Immobiliengeschäft drin bin. Ja, vielen lieben Dank.